Was? 238. Oh. 256. Was? Alter, was geht hier ab? Was geht ab, liebe Holzers? Was geht ab, Reportagen? Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten gestern ein riesen Highlight in unserem Livestream. Alles war wie gehabt. Wir haben Battlefield 5 gezockt und auf einmal hatten wir eine Art Raid bekommen von Reportagen. Also was heißt Raid? Er hat halt einen Livestream gestartet, wo er halt irgendwie Videos angeschaut hat, zusammen mit seiner Community, Hashtag Gemeinde. Grüße gehen raus an dieser Stelle nochmal. Und für ihn war das wahrscheinlich echt nichts Dickes. Ihm wurde das irgendwie im Chat empfohlen, habe ich mir sagen lassen. Da hat er irgendwie mal reingeschaut. Und auf einmal hatten wir halt 200, 300 Zuschauer auf dem Stream gehabt und der Chat war voll mit Hashtag Gemeinde und das war für mich natürlich ein mega krasses Highlight. Ich habe sowas noch nicht erlebt, für mich ist es der Höhepunkt meiner Karriere, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend wollte ich einfach nochmal ein kleines Highlight-Video zusammenschneiden über die Geschehnisse des gestrigen Tages, des gestrigen Streams. Und wie gesagt, nochmal ein riesen Dank irgendwie aussenden, auch wenn es für dich nichts Dickes war. Du weißt vielleicht gar nicht, was du damit so bewirkt hast für mich. Mega krass einfach nur. Und ich hoffe, das Video geht klar für dich. Und Leute, ich habe irgendwie unter ein, zwei Streams von ihm oder ein, zwei Videos von ihm geschrieben und habe versucht, mich irgendwie zu bedanken, habe in seinem Stream reingeschrieben, nur das ging alles so schnell unter. Ich weiß gar nicht, ob er das halt gesehen hat. Also gerne, wenn ihr wollt, versucht ihm irgendwie das Video nahezulegen, dass er mal reinschaut. Mich würde es riesig freuen, von ihm nochmal ein kurzes Feedback oder so wieder zu kriegen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht in dem Stream. Und war auf jeden Fall eine Mega-Aktion. Danke dafür und viel Spaß beim Highlight-Video. Oh! Was geht denn jetzt gerade ab? Ich habe einen Raid bekommen, Leute. Ich habe 102 Zuschauer. Hashtag Gemeinde. Was geht? Was? 238. Oh. 256. Was? Alter, was geht hier ab? Was du geht hast denn? Echt Glück. Alter, ich muss mal ganz Gemeinde? Kurz chillen. Ich habe keine Ahnung, was ist Hashtag Gemeinde? Warte. Reportagen. Was? Was? Reportagen. Reportagen, so heißt deine Community. Gemeinde, so heißt deine Community. Ist der ist. Also er macht der Rap, der ist richtig gut. Da, Reportagen. Er schaut wirklich gerade bei dir, ich schau gerade nach, er schaut wirklich deinen Stream. Krass. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga! Wie geht es das denn? Grüße gehen raus, vielen Weil's Dank, Reportagen, ey, ich muss noch mal hört, Alter. Ich muss mal ganz kurz. Reportagen, Pause Alter! Machen. Uff, Alter! Ich muss mal ganz kurz reinschauen, Alter. Alter, Rap. Digga, Exotic, herzlichen Glückwunsch, ne? Digga, ich hab noch nie sowas gehabt. Wie krass. Der Track gegen Dings war echt geil, Alter. Gegen Sky Guy. Was geht? Also, ihr kennt ihn dann. Ey, ich. Ach, krass. Ich zieh mir jeden seiner Diss-Tracks rein, den er gegen die YouTuber. Den er so aus Spaß mal gegen YouTuber macht, ne? Ich zieh mir alles von ihm rein eigentlich. Ey, das ist so krass geil. Also Hammer, wirklich. Ja. Riesengrüße gehen raus. Auf jeden Fall mal direkt ein Abo dagelassen. Ich muss halt ehrlich gestehen, aber wie krass. Ich bin so verwirrt gerade. Alter. Hashtag Gemeinde, Alter. Oh. Er schaut wirklich gerade dein Stream. Ich glaub's nicht, Digga. Alter, müssen wir mal. Alter, meine, guck mal, ich kann mich nicht mehr konzentrieren hier. Leute, Alter, mein Herz macht das niemals mit. Wie krass ist das? Alles klar, Runde gelaufen, was geht, alles klar. Leute, das war die letzte Runde, wie angekündigt, 22 Uhr, wir haben jetzt genau 7 Stunden den Stream am Laufen. Wahrscheinlich nicht genau, in 5 Minuten sind es genau 7 Stunden. Ich habe ja noch versprochen, Marcel, wir gucken uns nochmal das Video zusammen an. Das heißt, ich gehe einmal aus, ne, also ihr könnt gerne drinnen bleiben, aber jedenfalls muss ich hier meine Einstellung ändern. Wir gucken uns jetzt ein Video an von Reportagen. Weil die haben uns heute ein Raid gegeben auf dem Stream. Also die haben in ihrem Livestream auf unseren Stream geschaut, was mich ganz schön gepusht hat. Und Marcel wollte ein React auf ein bestimmtes Video. Das werde ich jetzt gleich mal raussuchen. Jetzt muss ich das mal so machen. Was geht? Jetzt muss ich ja auf YouTube gehen. Genau, richtig. Ich höre mich doppelt. Drei YouTuber unter drei Minuten.
Drei YouTuber in unter 3 Minuten, alles klar. Also Leute, nochmal, die Person, die wir uns jetzt angucken werden, hat heute unseren Stream gepusht. Deswegen Respekt an diesen Mann. Ich weiß nicht, ich feiere ihn seit heute für immer. Er ist mein neuer Lieblingsmensch. Und deswegen, aha, sagt meine Freundin. Nein, auf jeden Fall wirklich, der ist, hat, bester Mann, sagen wir es mal so. So, jetzt bin ich auch leise, jetzt ziehen wir uns das einfach mal rein. Hey, Onkel Reportagen. Ja, mein Schau schon gerade. Ist es möglich, 3 YouTuber in 3 Minuten zu dissen? Warte mal. Du kannst gerne versuchen. Stopp, ich muss meine Kamera, ich sitze im Bild. Ich mache einfach auf Vollbildmodus. So, geht los. Nee, das war Kinomodus. Das ist Vollbildmodus. Joel macht da noch Mädchen, dabei ist sie eine Frau. Sie vermittelt falsche Werte und das weiß sie ganz genau. Liebe kleine Kids, die Periode ist peinlich. Du bist kein Teenie mehr, du bist Mitte 30. Ihre dummen Fans werden animiert, therapiert. Tu mir den Gefallen, nur gib mir einen Daumen, bevor das Video anfängt. Du Skelett mit roten Haaren, deine Stimme und dein Content sind anstrengend. Ist so. Heute zeig ich allen, wer du bist. Ihr könnt alle was gewinnen, das sagt sie vor jedem Clip. Warum bin ich fast gestorben? Ey, yo, Clickbait, dein Vater. Irgendwann, Laura, trifft dich das Karma. Du bist nicht sympathisch, ne? Du bist so hässlich und Grafik, ja. Sobald man dir in den Arsch steckt, könnt ich wetten, du zerbrichst wie ein Glastisch. Alles nur Spaß, ich mag dich, Kappa. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einer unverdienten Heid. Wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschenkt, denn ich könnte nie so sein. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einer unverdienten Heid. Und wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein. Ey, yo, Fat Guy, du Ehrenmann, hast keine weiße Weste. Sieht aus wie Mr. Morgan, nur als kleine Lesbe. Er bekommt ein Distrack von dem Hater, macht den Stiftverzerrer an und bleibt das Ganze einfach selber. 100 Euro für den Rang zahlen die ahnungslosen Kinder. Fat Guy will nur eins, er will Money mit dem Server, damit machst du dich strafbar. Warum hältst du immer deine Hand an deinem Kind? Suchst du dein Vater? Du ohne Pop in jedes Video von dir ist inszeniert. Hacker rasten aus, alles nur gespielt. Diese Paula wurde bezahlt, um davon zu profitieren. Ey, ich hab da mal eine Frage, Mann, was stimmt nicht mit dir? Gegenteil, Tag, du bist unterernährt. Ich hab Hunger, Papa hat jetzt deine Mutter erklärt. Was ein kleiner fetter Junge den ganzen Tag macht im Internet. Wir haben Sommer außer dir, du hast Winterspeck. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einem unverliebten Hai. Und wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einem unverliebten Hai. Und wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein. Aber ey, ich muss mal kurz dazu sagen, dieser Fat Guy, den habe ich mir gestern oder vorgestern auch reingezogen, wo er kleine Kinder verarscht hat mit von wegen, hier, ich habe nur 200 Karten, Visitenkarten gedruckt und ihr könnt, also es ist nur eine limitierte Auflage, um irgendeinen extra Rang zu bekommen und dafür auch noch Geld bezahlt. Und dann, wenn man auf den Shop gegangen ist, hat einer dann halt geleakt, dass da steht 999.000 Karten zur Verfügung. Also da stand auf Lager noch 9.999 oder so. Und er halt in seinen Videos halt irgendwie erzählt, nee, sind nur 200 auf Lager, kauft sie ganz schnell und so ein Kram. Und das Video hat er auch wiederum gelöscht und genau darauf hat übrigens auch Monte reagiert. Also ich habe den Typen gesehen und was er so macht, Alter, der hat auch irgendwie von angeblich vom Hater, keine Ahnung, 5.000 Euro gefunden und das ist einfach nur Schwachsinn. Yes. Wer Monte kennt, der kennt auch diese Videos da. Da bin ich voll und ganz dabei. Die erste, muss ich sagen, kannte ich nicht, aber ich mache einfach mal weiter jetzt erstmal. So eine Scheiße sammle nicht, das ist ein... Was? Was sagst du? Wirklich alles bei Sky Guy ist fake, einfach alles. Ja, ja, er, alles, er zerstört auf jeden Fall, aber dieser Fat Guy da, der ist echt einfach nur ein Narr, also ist halt so. Da kannst du nichts anderes zu sagen, Alter, der verarscht Kinder. Und gerade ich, eine Person, die mit YouTube gar kein Geld verdient und auch nicht möchte in naher Zukunft, für mich macht das einfach Hass, Digga. Einfach so ehrenlos zu sagen, ey, ich verkaufe 200 Karten, Alter, und dann irgendwie hat er 9.999 auf Lager oder schieß mich tot. Und sagt, kauf mal alle ganz schnell und dann kaufen alle ganz schnell und im Endeffekt hat er 1000 Stück verkauft und keiner ahnt was davon, wegen einem scheiß Rang auf einem Minecraft-Server von diesem Typen, Digga. Für mich vorbei, kann ich nicht nachvollziehen. Aber egal, hat. Dislikeboard, in Wirklichkeit hat dieser Joali noch nie eine Bitch gepoppt. Er denkt, er sei ein Weiberhead, ein krasser Typ wie 50 Cent. Wurde bekannt mit Touch My Body oder Kissing Pranks. Hast du den kleinen Girl gar nicht richtig Ich kenn den, Digga. Das ist doch locker fake, oder? Sei mal ehrlich, das ist doch locker fake, was er da macht. Kennt ihr den? Das mit Joali? Ja. Digga, der geht einfach das auf die Straße. Das ist kein Fake, er legt sie wirklich rein. Ja? Ja.
er manipuliert sie sozusagen. Weil nein, ich weiß nicht, Digga. Ja, aber darauf braucht man auch nicht stolz sein, oder? Ja gut, er hat's erreicht, aber ich will den Diss-Track hören. Er ist bestimmt berechtigt, Digga. Also sowieso, mein Lieblingsmensch hat den gemacht. Reportagen! Was? Reportagen! Deswegen, Diss-Track ist berechtigt. Gemeinde. Hashtag Gemeinde rollt, Leute, sage ich nur an dieser Stelle. Vor der Cam, etwa was in ihren Drink geschenkt? Oder warum küssen sie dich auf der Straße? Schreibt alle Pedo-Olli in die Kommentare. Was bist du für ein Mensch? Mann, du hast unter 18-Jährige dazu gedrängt. Ey, warte, ich möchte gar nicht so weit ausholen. Du bekommst für deine Aktion noch einen richtigen Diss-Track. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einem unverliebten Hai. Und wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein. In meinen Augen seid ihr drei ekelhafte Menschen mit einem unverliebten Hai. Und wenn einer kommt und sagt, ob sie spricht oder nein, habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein. Ja, Leute, krass. Also auf jeden Fall macht er gute Sachen, kann ich nichts gegen sagen. Auf jeden Fall nicht unberechtigt, sagen wir es mal so. Seit 7 Stunden am Stream, Leute, ich bin langsam auch echt fertig. Und ich bin einfach wirklich erstmal mega dankbar nochmal, falls er mal irgendwann auf das Video schauen sollte. Richtet ihm aus, er soll sich das Ende von diesem Livestream anschauen, von Reportagen, dass ich mega dankbar bin für seine Aktion, auch wenn er sie wahrscheinlich nicht so gemeint hat, trotzdem hat er mega den Push auf den Kanal gemacht, mega korrekt und ja, ansonsten, wie gesagt, danke an alle, die jetzt gerade von unseren Mates noch am Start sind, dass ihr heute dabei wart mit Zocken und all so ein Kram. Danke an alle, die zugeschaut haben. Willkommen an all die neuen Abonnenten in der Allstars-Crew, in der Allstars-Community. Mega nice. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage. Hat Spaß gemacht und ja, wir sind raus für heute.